Alex Stöckl, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr liegt richtig gut im Grand Prix. Drei Leute unter den ersten sechs. Ein bisschen überraschend war jetzt die Tatsache, dass ihr den Philipp Schön, nachdem er in Führung liegt, aus dem Rennen genommen habt. Warum war das so? Ja, es ist so gewesen, dass wir uns vor den Wettkämpfen in Almaty und in Japan dafür entschieden haben, dass er eigentlich nur diese zwei Wochen hinten fährt und sich dann auf den Winter vorbereitet. Und obwohl also die Ergebnisse wirklich besser waren als erwartet, hat er ausgezeichnete Rennen geliefert, haben wir uns trotzdem gesagt, den Plan setzen wir sofort, wenn wir es ausgemacht haben. Und ich denke, dass es wichtiger ist für ihn, dass er jetzt die restlichen zwei Monate vom Winter noch damit verbringt, sich optimal auf den Winter vorzubereiten, anstelle zu versuchen, da nur diese zwei Wettkämpfe mitzunehmen. Traust du dem Philipp zu, dass er auch im Winter schon auf diesem Niveau springt und dann auch ganz vorne mitmischen kann bei versammelter Weltklasse? Naja, er hat das Potenzial, hat er auf jeden Fall. Es wird entscheidend werden, wie er die Umstellung auf den Schnee schafft. Also er hat früher immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sich auf Schnee gut zu fahren in der Spur. Und deswegen wird er sich besonders darauf vorbereiten, jetzt, dass er optimal im Winter startet. Und dann werden wir sehen. Aber das Potenzial hat er auf jeden Fall. Vielen Dank, Alex. Alles Gute dann auch für den Wettkampf hier und für den Winter. Dankeschön. Danke.